Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Baselmap. So, und da wir auch in Zukunft natürlich mit geschäftsfähig bleiben wollen, müssen wir uns ein bisschen ausweiten. Das heißt, wir müssen auch ein paar Felder kaufen. Ich habe so ein paar im Blick, zum Beispiel den neuen. Aber die ist noch relativ groß und kostet im Moment über 500.000. Die 20, hier die 29 oder die 31. Und hier um unsere Schafe rum habe ich auch ein bisschen im Blick. Deshalb werden wir hier jetzt mal anfangen, uns bessere Konditionen zu erarbeiten. Mit dem Feld 38. Und da werden wir mal schauen, dass wir relativ wenig Zeit brauchen, 23 Minuten. Und dann starte ich das mal. Ich werde euch derweil als Timelapse mit dabei behalten. So, fertig. Großartige Arbeit. Lohn 9.456 Euro. Und da wir relativ flott waren, kriegen wir nochmal 3.237 obendrauf. Und damit haben wir den Preis hier schon um, ich habe keine Ahnung wie viel, gesenkt. Aber wir behalten jetzt mal 192.000 im Kopf und düngen das Teil hier jetzt gleich noch. Und zwar mit dem großen Güllefass, dem größten, was wir hier haben. Das ist ein Güllefass, davon träume ich nachts. Also wirklich, das ist so riesig. Auf der Sosnowska-Map habe ich leider noch kein Viehzeugs. Also Vieh im klassischen Sinne, auch nur Schafe. Aber sobald ich dort Kühe habe, da werde ich mir dieses Fass kaufen. Weil dieses Teil ist abartig. Das hat so eine riesen Spannweite. Du fährst zweimal, dreimal über ein Feld und es ist einfach gedüngt. Schneller kannst du es nicht haben. Also dieses Güllefass ist wirklich großartig. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es auch schon mal in Real Life gesehen. Ist unglaublich, wie riesig das Teil einfach ist. Ich weiß noch, in meiner Kindheit, da waren alle Maschinen eigentlich relativ klein. Da gab es die Technik noch gar nicht. Und heutzutage werden die Maschinen, Anhänger und alles, was dazugehört, einfach immer größer. Oh, ich hoffe mal, ich bleibe nicht am Baum hängen. Doch, ich bleibe hängen. Na. Nein! Das ist halt der Nachteil bei dieser Maschine. Hast einen Wendekreis wie ein Elefant. Jetzt bin ich rum. So, jetzt machen wir hier noch eine Reihe. Dann können wir nämlich nachher einfacher wenden. Da stehen uns die Bäume nicht mehr im Weg. Und hier müssen wir jetzt wahrscheinlich auch ein Manöver fahren. Das ist einfach so
so gigantisch groß. Aber das ist auch heutzutage eher notwendig, weil die Felder sind von den Landwirten zum Teil verkauft worden an andere, beziehungsweise sind es Gemeinschaften. Und die Felder sind riesig geworden, wenn man sich das anschaut. Da braucht man auch solche Maschinen. Sonst würde man da einen Tag für ein Feld brauchen. Also hier müssen wir viermal drüber fahren, dann ist es fertig. Ist eigentlich gut. Nicht zu viel, finde ich. So, einmal nochmal umdrehen. Zum Glück ist die Hecke variabel. Sonst hätte man ein Problem. Wäre unser ganzes Werk hinten verstellt. Aber wie gesagt, das Feld haben wir gleich geschafft. Und 192.000 hat es noch gekostet. Ich bin mal gespannt, wie viel der Wert hier sinkt. Oder unser Kaufpreis. Durch jede Bearbeitung des Feldes müssen wir ja weniger als Ablöse an den Besitzer bezahlen. Und das hier hätte eigentlich eine gute Größe, das Feld hier, um es zu kaufen. Da müssen wir mal gucken, dass wir den Preis eben möglichst weit senken. Der Vorteil ist, wenn man hier mit einer Ernte anfängt, man hat mindestens vier Zyklen, glaube ich. Ne, drei. Oder vier, je nachdem. Ernten, pflügen, düngen und aussäen. So ist die Zeit so knapp. Na, wir haben zu viel bei der Wende gebraucht, glaube ich. So, das gibt nur knapp 3.500. Ist aber trotzdem gut. Na toll, jetzt geht hier ein Virenfenster auf. Also Virenscan. So, 4.000 ist der Preis nach unten. Und jetzt haben wir eben unsere Lieblingsaufgabe. Pflügen. Hier werde ich euch wieder eine Timelapse reinhauen, weil das Pflügen dauert einfach. Ihr kennt es selber. Das ist langwierig und vor allem ätzend. Ich mag es eigentlich gar nicht. Aber wir geben uns Mühe. Und bis später. We'll be right back.
So, auch dieses Feld haben wir fertig gepflügt, zumindest fast, so wie ihr es gesehen habt. Der Ticker löst ja immer ein bisschen vorher aus. Und hier haben wir knapp 16.000 verdient. Ich mag's pflügen überhaupt nicht. So, jetzt kommt schon aber der vierte Abschnitt. Ja, ich glaube. Jetzt müssen wir nämlich gruppern. Aber hier nehmen wir den größten Grupper. Den Allrounder und den Quadrack vom Case. Der Grupper ist nämlich sehr groß. Da müsste das ruckzuck gehen. Wir fangen, glaube ich, hinten an. Ne, wir fangen hier vorne an. Mit der Lenkung vom Quadrack ist es deutlich, also ist es sehr schwierig. Auf die muss man sich eigentlich erstmal einstellen. Aber das kriegen wir hin. Durch das, dass es ein Knicklenker ist. Der Vorteil von dem Quadrack ist einfach, der hat so viel Leistung, der zieht alles weg. Also der hat wirklich zum einen durch die Bereifung eine super Traktion. Und zum anderen durch seine Leistung eben überhaupt keine Probleme, irgendwo durchzukommen. Das ist easy. So. Ich muss sagen, das Feld gibt uns jetzt gleich noch eine einzige Aufgabe. Das ist nämlich das Säen. Und dann müssen wir auch das Ende von dieser Folge erreicht haben. Ich bin mal gespannt, wie weit wir den Preis senken konnten. Aber wie gesagt, das erfahren wir erst nach dem Säen. So, auch das Gegrupperte ist gegrubbert. Dann schauen wir mal, welche Sämaschine wir kriegen können. Die Amazone Condor 15001 ist die beste. Wir sind ungefähr schon 20.000 unter unserem Kaufpreis, der am Anfang ausgerufen war. Und ich denke, hierfür brauchen wir eigentlich kein Gewicht beim Valdra. Das spart uns ein bisschen Zeit. Hallo? Auspacken bitte. Ausklappen, nicht auspacken. So, das ist das letzte. Auch hier müssen wir Soja pflanzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe vorhin schon mal Soja gepflanzt. Haben wir vorher schon ein Feld bearbeitet? Eigentlich nicht. Ach, haben wir Soja geerntet? Ich glaube, das war's. Ja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch dieses Feld besäen. Und dann sind wir durch. Dann haben wir insgesamt geerntet. Gedüngt mit Gülle. Gepflügt. Gepflügt. Dann haben wir gegrubbert und dann haben wir noch gesät. Waren insgesamt 5 Aufgaben, obwohl ich eigentlich angekündigt habe, es seien bloß 3 oder 4. Viel mehr wie gedacht. Und das ist eben der Zyklus von einem Feld. Zwischendrin müssen wir jetzt natürlich noch ein paar Mal düngen. Aber wir werden jetzt ungefähr 30.000 oder 25.000 günstiger das Feld bekommen. Das ist schon ordentlich. Wenn wir hier fertig sind, sind es vielleicht 100.000 weniger. Das sieht man erst am Ende. Auf jeden Fall verdienen wir ja auch noch daran, dass wir dem Landwirt hier helfen, seine Felder zu bearbeiten. Das gibt uns ja auch nochmal Geld.
Also eigentlich haben wir durch die Arbeit hier einen doppelten Vorteil. Wir verdienen Geld und wir machen das Feld, was wir sowieso später kaufen wollen, nochmal ordentlich günstiger. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich mache jetzt mal kurz dieses Feld hier fertig. Und fertig, 8000 nochmal dazu, nochmal 4000 den Preis gesenkt, also so viel wird es noch ungefähr runtergehen, ungefähr nochmal 30.000, dann sind wir bei 140.000, für den Preis müssen wir das Feld kaufen, das ist, denke ich, okay. Wir können jetzt noch schauen, was uns die ganze Sache eingebracht hat. Einnahmefeldmission 47.000. Wenn wir das gegenrechnen, dann ist das Feld jetzt nur noch, ja, 130.000 wert. Das ist auch okay. So, in der nächsten Folge müssen wir uns um unsere eigenen Felder mal wieder kümmern, denke ich. Oder wir haben vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, andere Felder zu bearbeiten. Auf jeden Fall, die 38 werden wir uns auf jeden Fall kaufen. Und wahrscheinlich auch mal ein paar Schafe noch in der nächsten Zeit, da die uns dann einfach mehr Ertrag bringen. Den LKW. Warum hat der Händler so lange zu? Das verstehe ich nicht. Ihr erinnert euch sicher noch. Es war ein trauriger Tag, als das Schloss das Tor vor mir zugegangen ist. Nein! Nein! Alter! Nein! Gerade sage ich, wir müssen schnell die Sachen rausbringen. Ah, geht das Tor vor meiner Nase zu? Naja, so ist es eben. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, Abo oder Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Vasel Map. Bis dahin, schöne Tage. Ciao.